Moin, und da bin ich auch schon wieder. Und ich habe jetzt mal ein klein wenig nachgedacht. Gut, was heißt nachgedacht? Ich habe mir das mal nochmal angeguckt, was wir gerade aufgenommen hatten. Und ja, ich habe Ideen, aber das sind eher so Akt der Verzweiflung. Und ja, ganz toll. Was tun, was tun, was tun, was tun? Vielleicht erstmal sicher. Was machen wir jetzt mit denen hier? Wie geht's uns denn? Gut. Wird nicht sehr viel bringen. Wir haben 7 Batterien. Und ich höre den Kerl. Ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt machen soll. Wir müssen irgendwas mit den Karten machen. Die Frage ist nur, was. Und da ist bestimmt noch viel zu entdecken hier irgendwo, was ich vielleicht hierfür bräuchte. Ups. Verschwinde! Geh weg! Der bleibt ja jetzt nicht da ernsthaft stehen, oder? Das hat ja alles keinen Wert. Ich warte jetzt mal noch kurz 5 Sekunden und dann gucke ich mal. Okay, gut, er ist jetzt vorerst erstmal weg. Ich wollte ja gerade zudrücken und da geht das Ding nochmal auf. Ich glaube, mich hat was entdeckt. Haha, du kommst ja nicht. Oh! Ich nehme alles zurück, der kommt ja doch dahin. Verdammt, ich sehe nichts vor dem ganzen. Ah, da ist er, ja. Du siehst aber nicht sehr. Nett aus. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Was ist das hier? Es ist ganz schön schwer, hier das Rätsel zu lüften, wenn einem das Viech hinterher rennt und es dann noch so kacke warm ist und... Gut, es haut wieder ab. Was machen wir jetzt? Ihr merkt, ich bin langsam verzweifelt.
Vielleicht brauche ich ja irgendwas zum Werfen, um da hinten die Dinger kaputt zu machen. Das glaube ich ja eher weniger. Ich muss ja irgendwie jetzt das Ding da zum Laufen bekommen. Die Frage ist, wie mache ich das? Wie modifiziere ich das bitte? Bitte hast du mich jetzt nicht gesehen oder gehört. Aber wie machen wir das jetzt? Was ist an denen anders als an denen, die ich jetzt hier im Inventar habe? Leute, wir probieren jetzt mal was aus. Wir versuchen das Teil jetzt mal zu töten. So mit einem Buch. Wenn wir gerade nichts Besseres zur Hand haben. Und ich hier langsam entweder verrückt werde. Naja, ein Versuch war es sehr wert. Schauten. Ach, da war doch was. Da hat doch gerade was gestanden. Das war sogar gar nicht mal so verkehrt, dass ich mich hier umgeguckt hab. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe das Ding da reingehauen. Und hab jetzt gerade. Du Ficken! Gehst du weg? Mann! Das Vieh nervt! Und sieht doch noch arg hässlich aus. Beeil dich, halb. Beeil dich. Was ist das denn? Okay, ich habe das Ding jetzt da drin. Was mache ich jetzt damit? Oh. Der ist wütend. Yeah, wir sind schon mal weiter. Wir haben das Ding da drin. Auch wenn ich nicht genau weiß, was es uns bringt. Verdammt. Ach komm. Ich fass es nicht. La 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 hua. Ja. Was habe ich jetzt bitte hier gemacht? Ach. Kuckucks. Das sieht echt nicht sehr lecker aus, der Kerl.
Aber da war wieder was. Für diese Secret Cards hier. Hip. Verdammt, der backt rum, oder? Na, ganz toll. Hallo? Ja, jetzt sehen wir den aber auch halbwegs machen. Das ist jetzt aber uncool gewesen. Warte, da war doch gerade ein Schalter. Ich hab gerade eine Idee. Komm mal her. Ja, komm nur. Verdammt. Congratulations. Honestly, I mean it. Well done. I was only joking about the come get 'em thing. What say we celebrate with some nice relaxing cyanide, huh? I'm sure I saw some anthrax lying around as well. Ich hab's geschnallt. Oh, endlich. Okay. Server Installation Quick Start Guide. Oh, endlich. The most common cause of frustration during the installation process is the use of incorrectly formatted secret cards. Das hab ich gemerkt. Please ensure boot, network and interface cards are functioning correctly with default programs installed before continuing. Required secret cards, broken count listed in brackets. Boot 3. Colored basics describe and hardware configuration data. Network is 5. Uses advanced communication drivers to allow access to any local intranet or hub network. Come with all the latest security protocols. Interface number 4 carries all programs required in server and file access, in addition to high level direct hardware access. Secret card compatible programs. Secret setup required installation to get any program running. Disk info setup. Collates disk drive configuration data, hardware locator, collates hardware configuration data, socket protocol, installs communication driver, firewall. Ach Gott, was ich alles machen muss. By popular demand, the server no longer requires the latest version of Windows in order to function correctly. Okay. Wie gehen wir das jetzt an? Ah, jetzt geht's. Ah, jetzt muss ich sagen, in welcher Reihenfolge der das hier machen muss, oder was? So sieht's zumindest aus. Secret Setup, Disk Info Setup, Hardware Location. Wie soll ich mir das alles merken, ey? Ich mach's einfach mal so, wie ich jetzt hier. Habe ich mir schon gedacht. Nee, er speichert es nicht. Okay. Ich würde es einfach mal so sagen, ich werde jetzt einen Cut machen und dann mir das Ganze hier aufschreiben und dann hier schnell reintippen, weil so bekomme ich mir das in 100 Jahren nicht gemerkt. Ich kenne ja mein Gedächtnis. Also in diesem Sinne, obwohl, das muss ja auch so irgendwie funktionieren. Secret Setup, Disk. Ah, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Ich habe hier ein wunderschönes Handy liegen. Machen wir es halt so. Notizen. Was ein Smartphone oder das gut sein kann. Weil ich glaube, das mache ich wirklich so, dass ich jetzt einen Cut mache und dann das Ganze eingebe und alles. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt circa 15 Minuten Part wieder. Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis ich geschnallt habe, dass ich das Ding da einfärschen kann. Aber naja, jetzt habe ich es endlich geschafft und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann das Ding hier rebooten oder was auch immer machen. Also in diesem Sinne,
Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Tschüss.